in der Spelunke zur alten Unke. In der Spelunke zur alten Unke, da ist heute Nacht Ganovenball. In der Spelunke zur alten Unke, da ist man heute ganz feudal. Die dunklen Leute, die sind für heute so ganz auf vornehm eingestellt. Für Rummandy, ja. Da zahlen alle heute Nacht sogar mit echtem Geld. Sitzam führt Pistolen, Franz, die Juwelen ruht zum Tanz. Und sie schaut so artig drein wie ein Engelein. Und die Stimmung ist so traut, weil heut keine Gangsterbraut ihrem Schatz das Bargeld traut. Heut ruht die Arbeit. In der Spelunke, zur alten Unke, da ist heute Nacht Ganovenball. In der Spelunke, zur alten Unke, gibt es das jedes Jahr einmal. In der Spelunke, zur alten Unke, sitzt ein Halunke am Klavier. Er spielt für alle auf diesem Balle von Glück und Liebe bis um vier. Und die Stimmung ist so traut, weil heut keine Gangsterbraut ihrem Schatz das die Arbeit. In der Spelunke, in der Spelunke, in der Spelunke. Herzlich willkommen hier im Zwitscherstück. Ich habe jede Menge Flimmer, Klimmer, Lichterzauber mitgebracht. Und wenn ich Ihre gute Laune und meine gute Laune miteinander vermische, kommen wir nach meiner Fakultät aus aller Wärme miteinander aus. Guten Abend! Ich sage ja nur Bochum, wo das Leben tobt. Man sagt auch Bochum an den drei Meeren, nicht nur am Pazifik, sondern tagsüber ein Häusermeer, abends ein Lichtermeer, ab 9 Uhr gar nichts mehr. Da steige ich ins Taxi und sage, lieber Herr Taxifahrer, bitte einmal ins Zwitscherstübchen. Sage, Sie sind schon die dritte schwangere Frau, wo ich hierher fahre. Sage ich, Entschuldigung, ich habe gut gegessen, ich bin nicht schwanger. Sage, wir sind doch noch nicht im Zwitscherstübchen. Mitten auf der Fahrt kommen wir durch den Wald. Er fährt immer langsamer. Plötzlich macht er so. Die Tür ist zu. Er nimmt mich, zieht mich auf die Rückbank, reißt mein Kleid hoch, vergewaltigt mich. Einmal. Zweimal. Ich glückliche dreimal. Da sagt der Lola, wenn ich gewusst hätte, dass du Jungfrau bist, hätte ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Dann, wenn ich gewusst hätte, dass du so gut bist, hätte ich mir die Damenstrumpfhose rausgezogen. Siehst du, der geile Bock da vorne, hörst du mit was für mich? Schaust die Mutti die ganze Zeit auf die Titten drauf, gell? Ja, ja, das habe ich schon gesehen.
Ich weiß, ich habe eine kleine Brust für meine Figur. Deswegen bin ich schon zum Arzt gegangen und sage, Herr Doktor, können wir die Schleudermäuse ein bisschen auf Vatermann bringen? Sagt der Lola, das ist überhaupt gar kein Problem. Du nimmst Toilettenpapier, reibst oben Kräfte und wir sehen, die Dinger wachsen. Ich bin nach Hause gegangen, habe gerieben, wie verrückt, was ist passiert? Gar nicht. Ich werde zum Arzt und sage, also, Doktor, das mit dem Toilettenpapier hat ja wohl nicht so funktioniert. Sagt er, komisch, bei deinem Arzt hat er wohl geklappt. Hallo! Ist nicht die Stelle zum Applaudieren. Nein, ich verdiene schon mal benutzt, wir können schon Silikon, Kollagen, können wir schon oben reinhauen. Sagt er, Lola, brauchen wir nicht, Mädels, aufgepasst. Man muss die linke Hand von oben nach unten führen und dabei singen, Backe, Backe, Kuchen, Backe, Backe, Kuchen. Und die Dinger wachsen. Es ist nur ein Haken dabei, es muss Punkt 14 Uhr gemacht werden, für Bochum 2. Die hatte ihr Nachtoutfit schon an. Das heißt also nach der Kasse sofort hoch ins Bett oder was? Ja, geht doch. Leck. Geht doch. Bei welchen Schneider lässt du nähen? Das ist ja wohl nicht wahr. Guck mal her, das muss man im Licht. Mücken! Wunderbar. Hat sie ein bisschen rot dran genäht, dass man sieht, wo der Weg. Das ist meine Tage. Ich habe meine Regeln immer im Kopf, also. Mach nicht durcheinander hier. Nicht durcheinander. Alles auf Witz und Prosecco. Sensation. Meine sehr verehrten Damen, saufen Sie ruhig, der Scheiß kostet ja richtig Geld. Also, ihr nehmt nichts mit, ihr könnt ruhig saufen. Wo waren wir stehen geblieben? Backe, Backe, Kuchen. Backe, Backe, Kuchen. Steigen Sie ruhig in die Straßenbahn ein. Hallo. Moment mal, da ist aber auch ein Gräber da hinten. Hallo. Hier auch. Hallo. Ein bisschen Ruhe, ja? Entschuldigung. Wenn du nachher deine Nummer im Schlafzimmer machst, brabbel ich auch nicht dazwischen. Schätzges. Und ich bekomme für meine Nummer Geld. Also jedenfalls gehe ich runter, steige in die Straßenbahn, gucke auf die Uhr, 2 Uhr, denke mir, Lola, was machst du hier jetzt? Backe, backe, Kuchenscheiße oder lässt es gehen? Nein, ich möchte Ditten haben. Ich nehme die linke Hand. Fuhr sie von oben nach unten. Sing Backe, Backe, Kuchen, Backe, Backe, Kuchen. Sagt der Mann gegenüber, Entschuldigung, wie viel Uhr haben wir? Sag ich 2 Uhr. Sind dann Hänschen klein. Ja, die Hälfte kann den Mitlachen, weil er den Witz gar nicht mehr mitbekommen hat. Finde ich jetzt ja so gut. Aber ich bin ein bisschen durcheinander. Sie haben ja schon gesehen, ich habe eine Kollegin dabei. Und die ist, wie soll man sagen, homosexuell. Ich nicht. Um Gottes Willen. Im Leben. Das ist die typische Hete. Und die hat auch ihren Freund. Ich hätte mir vergessen. Der ist auch dabei. Und die haben einen Hund. Das nennt man Kinderersatz bei denen. Habt ihr auch einen Hund? Du machst mir Konkurrenz. Nee, eine Muschel. Eine Muschi. Eine Muschel, ne? Eine Muschi. Eine Muschi. Eine Katze. Die war doch mal beim Friseur und hat sich aufdrehen lassen, oder? Ja.